Further instructions will be provided when you reach these coordinates. Sorry, ich wollte mich eigentlich zuerst ihm nähern und dann Aufnahme drücken. Aber gut, er hat mittendrin angefangen zu reden. Also, willkommen zurück zu Der Geruhen spielt Far Cry 4. Irgendwo ist eine Mörderkatze, die uns hoffentlich nicht killen wird. Na, weißt du was? Wir kommen dir einfach zuvor. Sorry, Mörderkatze. Genau, Willis, wie ich in der letzten Folge mal erwähnt hatte, ist ein bekannter Charakter aus Far Cry 3. Der in groß ganz viele Missionen auch mit uns macht. Aber ich lasse ihn jetzt sich mal gleich selber vorstellen. Weil. Och nö, nicht brennen. Hör auf zu brennen. Hörst du wohl auf zu brennen? So. Haben wir es jetzt auch noch von dem Adler beschützt. Wir sind der super, super, super Held damit, würde ich mal sagen. Also abgesehen davon, dass es jetzt halt brennt und so. Aber ja, brennt halt ein bisschen. Muss halt wieder zum Arzt gehen. Wenn es brennt, ne? Genau. Hat da von euch noch irgendwie jemand Geld für mich dann? Hier dafür, dass ich euch gerettet habe oder so? Ja, der hat Geld. Check. So. Und jetzt hoffen wir doch mal, dass wir hier mal eine Mission von Willis machen können. Hey Jay Gale. Yeah? Son of Moad Gale. Golden Path Founder shot dead. Raised by your mother stateside. Now back in Karak to fulfill her final wish. Who is this? You can find that out after you help me land my bird at the airport. And why would I want to do that? You're in this to fight the good fight and shoot bad guys, not play 20 questions. The sooner you help me, the sooner you can get back to evoking. Hello? Are you still there? Great. Ah! Mörderkatze! Böse Mörderkatze! Es war auch wichtig, dass ich die jetzt umbringe, weil ansonsten wäre noch der Volltroll mit seinem Raketenwerfer eventuell draufgekommen. Öh, komm, wir helfen ihm mal. Gut, also jetzt hier auf zum Flughafen. Ja, es gibt auch nicht wirklich. Nee, es gibt nicht wirklich eine Abkürzung, die ich jetzt nehmen könnte. Also fahren wir einfach hier mal. Nehmen wir einfach mal das Angebot an mit dem ATV. Fahren darüber und genau. Ja, bla bla, Head of Karten und so. Genau. Oh. Fast hätten wir doch wieder den Sherpa umgefahren. Das wäre nicht gut gewesen. Das wäre vor allem nicht nett gewesen. Na, also, machen wir hier. Ja, leider müssen wir jetzt tatsächlich rechts rumfahren. Leider ist uns da so ein Berg im Weg. Ich finde das auch nicht cool. Oh. Das Ding hat gewendet, wenn wir geschossen haben. Sowas. Ja, dafür hätten wir eigentlich so dieses Auto Hand. Achso, ja, wurscht. Gut brauchen können. Da ist eine grüne Fanzerbohr. Das packen wir noch kurz ein. Und dann fahren wir weiter. Ja genau, dafür wäre dieses Autodrive ganz gut gewesen. Damit kann man ja selber zum Auto automatisch zum Weg fahren lassen. Das einzige, worauf er nicht achtet, ist dabei tatsächlich, dass Hindernisse auftauchen können. Und da ich gerade ganz Vollgas drücke, glaube ich nicht, dass er bremst. So bremsen müsste ich glaube noch selber. Genau, also das hier vom Gas gehen, das war gerade ich. Ansonsten wäre ich jetzt. Wäre es jetzt potenziell gar nicht so gut für mich ausgegangen. So. Aber wir schauen jetzt mal. Okay. So, was haben wir denn alles? Hier irgendwie Gegner.
Hubschrauber, schick. Okay, da ich bezweifle, dass tatsächlich im wahren Leben bei mir gerade ein Flugzeug vorbeigeflogen ist, glaube ich, dass das die Soundkulisse von dem Flughafen ist. Was okay ist. So, 3 Sniper ausgeschaltet. Ist irgendwo noch einer? Ich sehe gerade niemanden. Ah, muss aber nichts heißen, weil da ist ein... Fitter. So, eliminate the snipers. Okay. Wir können schätzungsweise aber auch alle anderen auch eliminieren, ne? Ah, verdammt. Okay. Hätte ich gewusst natürlich, dass da irgendwie der Typ rumlümmelt, dann... Okay. Dann schauen wir mal. So, es fehlen noch 2 Stück. Und da hinten ist noch einer. Da ist er. Ah, ist nicht in meiner effektiven Reichweite. Bisschen näher kommen. So, und dann... Knife Takedown. So. Schauen wir mal. Das mit den Alarmen ist natürlich unpraktisch, dass ich den nicht deaktivieren kann.
aber passiert. Früher oder später hat er bestimmt eh dran glauben müssen. Damit ist auch sein Kumpel erledigt. So. So, der letzte Alarm. Das heißt tatsächlich, wir könnten letzten Alarm dann nur noch ausschießen und dann geht es auch wieder. Es ist ein bisschen witzig, dass das jetzt so im Gegensatz zum Far Cry 3 anders ist, weil ursprünglich war es besser, wenn man im Far Cry also tatsächlich an die Alarme hingegangen ist und sie ausgeschaltet hat, halt manuell, weil dann hat man alle auf einmal ausgeschaltet. Und hier macht man das nicht so. Reaganomics? Okay. Yeah, whatever. Reaganomics is just as good as any other keyword, I guess. I'm gonna keep this channel open, but stay quiet. I don't need any distractions. This guy could be a little jumpy. Got it? Got it. Good. Here we go. Got the goods right here, just like you asked for. Change of plans. What's that now? I said change of plans. Yuma wants me to bring you in. You kidding me? You can't do that. We had a deal. You and your plane aren't going anywhere. I'm taking you to Yuma. Well, let's try to work something out, okay? There's nothing to work out here, buddy. Where I come from, a deal's a deal. You can't just change things up. It's un-American. I've had enough of this. Are you familiar with contact from the south? Put them down! Okay. Willis, du hast irgendwie echt nachgelassen seit Far Cry 3. Schlag in die Fresse und das war's schon. Na gut. Ja komm, ein bisschen musst du auch selber machen. Ach komm, Willis, du bist jetzt nicht so schwach. Okay, den einen. Ja, der war sowieso schon tot, deswegen ist los, den jetzt zu killen. Könntest du bitte nicht irgendwo hin abhauen? Bin hier dabei, bin hier dabei. Oh.
an irgendwo. Not happening. Not happening. Well, they had a chopper. Okay, mal schauen. Wer schießt denn gerade mit fucking Mörsern in der Gegend her? Und vor allem woher? Eine Frage, die ich gerne irgendwie beantwortet hätte. Gut, nochmal Spritze. Und. Oh shit. Das war eine sehr gut platzierte Granate, die habe ich nämlich kaum gemerkt. Wo kommen die denn alle her, ey? Yay, FaceTime with Willis. Ich muss den Schätze ausräumen. Und ich muss sagen, ja. Ich habe ja, ihr wisst ja noch, wie ich am Anfang glaub, der Folge gesagt habe, ist total gut, wie man so ein Gefühl für pompt, wann 15 Minuten vorbei sind. Naja, es hat mich jetzt getrügt. Es sind schon längst 18 Minuten. Deswegen vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, wieder der Grund spielt Far Cry 4. Tschüss, bis dann.